Vielen Dank, Frau Präsidentin. Angesichts der Wahlen in Georgien am 26. Oktober rate ich zu ein bisschen mehr Differenzierung und ein bisschen mehr Zurückhaltung. Ich finde, dass diese Debatte nicht dafür missbraucht werden sollte, die eine oder andere Wahlempfehlung in Georgien zu geben. Herr Abraham, Sie haben vorhin völlig zu Recht die Politik des georgischen Traums über viele, viele Jahre beschrieben, auch mit gewissen Erfolgen. Und dann plötzlich gab es die Kehrtwende. Aber warum gab es die Kehrtwende? Ich will einfach mal daran erinnern, in welcher Situation Georgien sich befindet. Nach dem Einmarsch von Russland am 24. Februar 2022 ist Georgien sehr stark unter Druck gesetzt worden, die Regierung sehr stark unter Druck gesetzt worden, sich an einem Konfrontationskurs, etwa durch Wirtschaftssanktionen, aber auch durch militärische Waffenlieferungen zu beteiligen, und die Regierung hat das abgelehnt. Ich denke, wenn man sich die Geografie anschaut in Georgien, ist es nachvollziehbar, dass Georgien nicht in eine direkte Konfrontation mit Russland hineingezogen werden möchte. Ich bin auch in Tiflis gewesen mit einigen anderen vom Europarat. Wir sind darüber informiert worden vom Parlamentspräsidenten, dass der Druck sehr, sehr groß ist. Ich halte das, was sozusagen reaktiv kommt seitens der Regierung Georgischer Traum, nicht alles für sinnvoll. Vieles geht in eine autoritäre Richtung. Aber je größer die Polarisierung ist und je stärker wir den Georgiern sagen, wenn ihr die wählt, dann kommt ihr zu Europa, wenn ihr die wählt, dann seid ihr jetzt bei Russland, das setzt in der Tat das Land vor eine Alternative, die wir so, finde ich, nicht aufstellen sollten. Es gibt noch eine Frage. Kommen Sie bitte zum Schluss. Dann komme ich zum Schluss. Ihre Zeit ist schon abgelaufen, wie Sie ja gut sehen können. Ja, ich hatte damit gerechnet. Wenn die Zeit zu Ende ist, ist sie zu Ende. Ich sage einen letzten Satz. Ja, eigentlich auch schon nicht mehr. Jetzt ganz schnell, bitte. Ich hoffe, dass die Wahlen frei und fair sein werden. Und die Aufgabe von Wahlbeobachtern, die da sein sind, sind dafür da, dass die Wahlen frei und fair sind und nicht für die eine oder andere Seite Stellung zu nehmen. Vielen Dank. Lange vor dem Ablauf. Nein, das war nicht lange vor dem Ablauf. So, dann erhält das Wort Robert Fahle, der fraktionslose Abgeordnete.